Ekaterina Leonova beunruhigte zuletzt ihre Fans. Der Let's Dance Star zeigte sich auf seinem Instagram-Profil niedergeschlagen und kämpfte sogar mit Tränen. Über die genauen Gründe, warum es ihr so schlecht gehe, sagte sie allerdings nichts. Das kann ich euch leider nicht erzählen. In diese Situation sind auch andere Menschen einbezogen, die ich sehr liebe und die ich sehr gerne vor der Presse, vor jeglichen Diskussionen oder Spekulationen schützen will. betonte sie, mittlerweile geht es Eckart besser. Unter einer ihrer jüngsten Posts schrieb die Profitänzerin, der Sonnenschein ist zurück. Zudem merkte sie an, es gibt immer Menschen neben mir, die mich wieder zurück in die Bahn bringen. Und ihr seid auch ein Teil davon. Prompt startete sie in ihrer Story eine Frage-Antwort-Runde und überraschte ihre Community mit einem sehr persönlichen Bild. Ekaterina Leonova zeigt ein Bild mit ihrem Ex-Freund, nachdem ein Follower von Ekart wissen wollte. Was Glück für sie bedeutet und wie es für sie war, Deutsch zu lernen, kam der nächste Fan bereits auf noch privatere Themen zu sprechen. Ekards Liebesleben. Was war deine längste Beziehung? wollte jemand von ihr wissen. Die 36-Jährige verriet daraufhin erst einmal das Alter, in dem sie diese besondere Beziehung eingegangen war. Schließlich gab es ein Bild von der Tänzerin und ihrem Ex zu sehen. Eckhardt verriet weitere Details über den Mann auf dem Bild. Mit Paul, mein erster Freund und mein einziger Turniertanzpartner in Deutschland. Wir waren sechs Jahre zusammen, haben in einer Einzimmerwohnung in Köln-Kurweiler gelebt. Seine Familie war für mich wie meine Familie hier in Deutschland. Eckart geht auf Gerüchte ein. Zudem merkte Eckart an, ich bin diesem Menschen unendlich dankbar. Und ja, wir haben immer noch Kontakt zueinander. Warum die beiden sich trennten, verriet sie allerdings nicht. Im weiteren Verlauf der Fragerunde kam außerdem die Frage auf, ob Ekaterina wieder zurück nach Köln ziehen möchte, wenn es sich ergeben würde. Daraufhin gab es gleich eine Spitze von Ekart, denn sie meinte, laut der Presse habe ich doch schon eine Wohnung in Berlin gefunden. Damit ging sie auf die Berichterstattung ein, in der geschrieben wurde, dass Eckhardt und Timon Krause in Berlin auf Wohnungssuche gewesen sein sollen. Zur Erinnerung, die beiden schafften es in der jüngsten Let's Dance-Staffel ins Halbfinale. Zuletzt gab es immer wieder Liebesspekulationen rund um sie. Bis heute meldeten sie sich dazu nicht zu Wort. In jedem Fall gab sie nun an, und bis jetzt sehe ich keinen schwerwiegenden Grund für einen neuen Umzug.